Liegen auch genießen kann, dass wer jetzt noch sagt, oh, ich möchte gerne liegen, kann das jetzt noch machen, das sind noch freie Yoga-Matten, kann man sich hinlegen, ansonsten auch gerne im Sitzen genießen, weil die Nachtklänge, das ist meditative Musik und während der Nachtklänge wird nicht geklatscht, am Ende dürfen Sie gerne natürlich einen schönen Applaus geben. Heute haben wir die Osternachtklänge, also wir haben immer Weihnachtsklänge und heute die Osternachtklänge mit dem Ensemble Slavic Voices unter der Leitung von Anastasia Sidokina, die sich schon hier platziert hat. Und an der Orgel ist Marco Weise, der spielt immer zwischendurch Orgelstücke zwischen den Liedern. Und das Programm heute sind orthodoxe Ostergesänge und vor allem aus Armenien und Georgien. Und es sind ganz alte Ostergesänge dabei und es sind auch ganz moderne Komponisten dabei. Und ich habe heute die Probe schon gehört und das ist wirklich ein tolles Programm, das Sie jetzt gleich erwartet. Das Ensemble Slavic Voices sind Studierende der UdK und der Hans Eisler, also Gesangsstudierende und tolle Stimme, die Sie jetzt heute Abend hören werden. Wir haben das Labyrinth, wie Sie sehen, und das Labyrinth liegt immer in der K-Woche zum sechsten Mal. Vorne kommen noch so Flyer aus. Morgen haben Sie noch Gelegenheit, das Labyrinth zu erleben. Morgen haben wir hier überhaupt kein Programm. Zwischen 10 und 19 Uhr dürfen Sie gerne kommen, wenn Sie ins Labyrinth möchten. Mit den Nachtklängen, die machen wir nur in der Winterzeit. Also jetzt ist heute die letzte Nachtklänge und es geht dann weiter im Oktober mit einem Organ, Light, Percussion-Konzert. Steht hinten bei Ihnen drauf. Also wir machen immer eine ganz große Sommerpause, weil wir hier die Fußbodenheizung haben und im Sommer ist sie nicht an und dann ist es draußen auch hell. So, jetzt genug der Vorrede. Ich wünsche Ihnen jetzt ganz viel Vergnügen, viel Freude mit dem Ensemble Slavic Voices.
Mm-hmm.